Was geht ab, Freunde? Euer Ace hier und heute mit einem neuen Pokémon-Video. Lange hat man nichts mehr von mir gehört. Ich bin wieder zurück, beziehungsweise ich versuche es. Ich habe jetzt den ersten Teil meiner Abschlussprüfung fertig, meine Facharbeit, und habe wieder die Zeit gehabt, Videos zu drehen. Dazu wird es noch ein extra Video geben, wo ich erzählen werde, wie es gerade so aussieht bei mir mit meiner Pokémon-Karriere, Laufbahn, wie man es nennen will. Und ja, wie ihr im Titel lesen könnt, Pokémon Bundesliga, das bedeutet, heute gibt es ein BO3 gegen den lieben Pokéfreak und danach schauen wir mal, ob wir entweder als Sieger oder als Loser wieder vom Platz gehen. Wir verlieren zurzeit sehr, sehr oft in der Pokémon Bundesliga, wir sind auch in Liga 4.2, also Division 4.2 auf dem, ich glaube, 6. von 8 Plätzen. Und haben uns bis jetzt im Moment von der Relegation gerettet. Also wir sind nicht auf einem Relegationsplatz, dass wir absteigen können. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Pokéfreak bringt ein sehr, sehr interessantes Team mit. Mit Gouging Fire, King Gambit, Ogapon, Wellspring. Also mit dem Wasserpon. Rillaboom und Landris. Und zu guter Letzt ein Flutterhaar. Kann uns eigentlich alles egal sein. Weil jetzt zum Beispiel hier sehe ich gerade auf der Pokepaste, dass das Flutter auf Level 84 ist. Das kann mir ja völlig egal sein. Eigentlich völlig Banane. Und ja, ich hoffe, dass wir gegen dieses Matchup besser spielen als gegen die anderen Matchups. Ich meine, wir haben letzte Woche auch gegen ein Gouging Fire Team gespielt und konnten da leider nicht gewinnen. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und ja, also wir schauen mal. Dann sehen wir uns eigentlich gleich, wenn mein Gegner schreibt, dass er bereit ist. Also ich kenne das Team, ich würde sogar so leanen, dass ich den Tailwind erst rausholen kann. Und im Endeffekt stark gegen die Sachen bin, die ich hier sehe. Ogapon Wellspring. Und selber noch Ogapon, würde ich sagen. Und dann probieren wir es mal. Los geht's in Game Number One. Ich habe schon mal ein Mikro und warum sagt es mir keiner? Sludge Bomb, ne? Oh nein, Sub. Oh nein, es kommt die Matschbombe, ja. Es kommt die Matschbombe. Okay. Er hat den Trade gedacht. Boah, es macht mega Damage. Und es könnte auch der Kill sein. Wo wir das nicht? Komm. Wir sind immer noch schneller als er.
Terra Water. Speed Drop, wichtig. Rankeule in das falsche Mon. So spielt man das nämlich. Matschbombe in Boreos, gar kein Problem. Weil wir sind immer noch im Tailwind. Oder? Ah, ich glaube, er greift nicht an, oder? Er ruft den Meteoros zurück. Imperio, ja. Ist völlig okay. Wunderschöner Crit. Mal schauen. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was jetzt kommen kann noch. Aber Pon wird zurückgerufen. Was er dafür spricht, Flatterhaar kommt. Dieser Damage wurde gefressen. Imperio ist weg. Ja, wo ist er denn? Ah, da. Mal schauen. Oh, vielleicht habe ich auch gerade einen Fehler gemacht. Nein! Das war jetzt never ever mein Ding. Warte mal. Okay, das ist gesasht. Wir haben immer noch nicht geterrat, ne? Ich probiere was aus. Aber ich glaube, ich habe gerade das Match, indem ich meinen Pon fallen gelassen habe, gefroht. Oh, was spiele ich denn da wieder? Voll okay. Ist okay. Oh ne, das war nicht Flatterman. Es war Landorus. Kacke.
Ist okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt das Match verloren. Ja. Okay. Okay. Völlig fein. Das ist okay. Er hat sein Ogapon geleadet. Das war. Oh, ich hab. Egal, Game 2 und. Wir machen den gleichen Lead. Aber diesmal müssen wir ein bisschen safer mit dem Kopf spielen. Weil was er gemacht hat, ist ganz schön gefährlich. Und ich hätte das auch rauszögern können, tatsächlich. Das einzige Problem ist King Gambit, weil wenn ich Elektronetz drücke, habe ich natürlich seinen Defiant Trigger und das wäre kacke. Aber sonst ist das Game machbar. Okay. Lando Boreos. Nein, was macht der? Lando und Flutterlied. Ich probiere das so jetzt. Er kommt mit dem Icy Wind, hundertprozentig. Er trifft jemanden nicht. Er trifft Boreos nicht, aber mich. Und es ist so ein harter Damage. Ist aber okay. Wir müssen... Flatter treffen. Genau das, was ich wollte. Gut. Okay, Flutter hat seinen Job getan und hat nichts dafür gebracht. Aber er hat seine Terra noch open. Okay, mein Lando ist auf minus 1. Er hat. Okay, er holt Pon. Er macht das gleiche wieder vor. Hier könnten wir entweder rausswitchen, was logischer wäre. Oder wir gehen erstmal auf einen Protect. Um zu sehen, was er drückt. Mit ihm auf dem Rückenwind. Also ich vermute, er wird Terran. Es kommt keine Terra. Sehr gefährlich. Okay.
Mal schauen. Lando kommt zurück. Ogapon muss kommen. Es kommt Terra Gift. Nein, Terra Water. Again. Ja, er will nicht Dinger. Demeter aus Schutzschild, okay. Ich will nur gehittet haben. Bitte? Ey, es ist doch echt nicht das Game, was ich spielen will. Ich mach's nochmal. Ich vertraue irgendwie auf diesen Polarokan jetzt. Der hat Double Mist. Grüße gehen raus, Alter. Zwei Shots werden das. Lando, Dinger. Mhm. Crit? Nein. Jetzt pass auf, Speed Drop. Kein Speed Drop. Okay. Okay, nehme ich. Nehme ich gerne noch. Ich gehe auf safe. Killt nicht. Es killt! Ach Mann! Und sowas verliert man. Ja, safe! Ey, es ist doch krass. Ich gehe auf Relegationsplatz wegen sowas. Brutal. Brutal. Crazy. Crazy Match. Wirklich. Er ist so schlau. Er spielt so genial gerade. Wow. Ey, das ist crazy. Das ist crazy. Ehrlich, crazy.
Wirklich gut. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Sache ist, überlebe ich einen Sucker Punch? Es kommt nicht mal zum Sucker. Wichtig. Aber ich glaube, ich war die ganze Zeit schneller als sein Ogapon, ne? Ohne Tailwind auch. Na, ich muss alles auf Rot machen. Ich glaube, ich habe das Match verloren. Ich hätte im ersten Match einfach sicherer spielen müssen wieder. Oh, das sind Sachen, die manchmal mich so ärgern. Oh, noch haben wir gar nichts verloren. Noch haben wir gar nichts verloren. Die Rangkeule ist schneller. Eins, eins. Geil, sehr gut. Es geht in Game 3. Es geht ins Game 3. Womit hat er hier geleadet? Flutterlanderous. Flutterlanderous. Er könnte jetzt Gouging Fire. Bringt der Gouging Fire in Runde 3? Leute, holt eure Wasserflaschen raus. Es wird nochmal ein richtiger Brecher. Es wird bestimmt noch ein richtiger Bruch gleich hier. Die letzte Mal. Das letzte Mal diesen Lead. Aber warte mal, wir könnten auch anders leaden. Weil wir haben gesehen, unser Ogapon ist schneller als seins. Ogapon. Wir nehmen mal zur Sicherheit Tornadus trotzdem mit. Zur Sicherheit. Ich will nur wissen, wie er jetzt reinrennt. Also. Wir haben hier noch immer nicht Gouging Fire Booster Energy gesehen. Er könnte jetzt Gouging Fire... Bringt der Gouging Fire in Runde 3? Das ist sehr, sehr interessant. Oh, Keilflamme, ich wusste es. Und Flutter. Never started without the fire. Terragras. Ich darf mich nicht killen. Aber er denkt halt jetzt, okay, easy, ne?
his towers. Ey, ich glaube, ich habe das Match so verkackt gerade in dem Moment. Egal. Egal. Wenn ich jetzt verliere, dann ist es okay. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Und das nehme ich auch. Nehme ich in Kauf, so wie es ist. Das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, ist der Hole Crash. Aber eigentlich... Breitseite, ja... Eissturm auch noch. Ey, das überleben wir. Das überleben wir safe. Ja, wollte gerade sagen. Ich krieg nur Drops! Crit ihn weg! Völlig okay. Oh, jetzt ein Double Hit, bitte! Es kommt der Double Hit! Wieder Double Hit. Und jetzt kein Speed Drop. Kein Speed Drop. Gab es einen Speed Drop? Es gab keinen Speed Drop. Es gab keinen Speed Drop. Late Game Boreas, komm! So muss das! Überlebe ich? Überlebe ich nicht? Ist okay. Eieiei. Was ein Call. Hätte ich diesen Call nicht gehabt gerade.
Ich sag's euch, es wäre ganz falsch geworden. Oh, bitte. Er kann's nicht überleben. Warum? Komm. Ja. GG am Pokéfreak. Du hast das Match super gespielt. Es war super schwierig. Beziehungsweise an Nico. Ich bin echt gerade komplett perplex. Ich melde mich gleich nochmal zum Outro. So, Freunde. Nochmal zum Outro. Riesen GG an Pokéfreak. Es war ein Match. Ich habe kurz gedacht, jetzt bleibt mir der Atem weg. Es war mega knapp. Jede Runde war es knapp. Ich glaube, im Match 1 war es auch wieder so ein 1-0 Matchup. Ja doch, 1-0 Matchup, weil ich den Sturmblitz nicht gecrittet hat, leider. Ist aber auch völlig okay. Dann wieder Ogerpon im Match 2 und wieder Ogerpon im Match 3. Es war klares Matchup für Ogerpon. Ogerpon war kleiner MVP hier. Boreas hat auch super Arbeit geleistet in Game 3. Und ja, ich freue mich über den Sieg sehr, weil ich jetzt noch ein Stück weiter weg vom Abstieg bin. Hoffentlich, ich weiß es gar nicht. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gegner und ich freue mich auf Utrecht. Deswegen, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auch einen netten Kommentar da, wäre super cool, um ein bisschen wieder den Algorithmus hier reinzubekommen. Und dann verabschiede ich mich. Ich bin raus, euer Ace. Peace.